Das ist eine sehr angespannte Lage zwischen Diogo und mir. Ich habe oft genug gesagt, was mir nicht passt. Wenn man das nicht akzeptiert, dann denke ich schon, dass es dir eigentlich relativ vom Arsch vorbeigeht. Guck mal, seh nicht nur das Böse, seh auch das Gute. Ich mag dich und ich finde dich süß, ich finde dich gut. Aber Melody ist einfach eine Klasse für sich. Bleibt aber so kleben. Ja, das war ein Spiel, bla bla bla, es war ein Spiel. Das war nicht so und bla bla bla. Hat einfach absolut gar nichts ernst genommen von dem, was ich gesagt habe. In dem Moment hast du deinen Mund einfach nicht aufbekommen und hast gesagt, ey. Ja, muss ich gar nicht mehr. Melody, was soll ich dir sagen? Du musst es gar nicht mehr. Wenn ich Melody sage, geh mal bitte weg, bringt nichts. Wenn die so einen Aufstand macht, weil die Melody halt so ein bisschen aufdringlicher ist, sagen wir mal so, dann kann ich auch nichts für, wenn die kein Verständnis dafür hat. So, wenn du was mit ihr am Laufen hast, dann hast du nichts mit mir am Laufen auf jeden Fall. Ich habe langsam echt die Schnauze voll, um ehrlich zu sein. Ich bin auf jeden Fall etwas genervt von dem Drecks-Kindergarten-Getue, da dass man sich nicht einig werden kann. Du laberst gerade einfach nur Scheiße. Nein, warum diskutierst du mit mir, wenn du meinst, es ist unnötig? Es ist übertrieben. Warum diskutierst okay, du also mit Scheiße, mir? Okay, also Scheiße da drauf. Ist drauf Scheiße. Ach, ich weiß nicht. Da gibt es so viele Komplikationen. Ne? Ich hab dir gesagt, was mir nicht gefällt. Im Endeffekt, es geht mir so auf den Sack, dass man so viel miteinander zu diskutieren hat. Wenn du meinst, ich habe nicht richtig reagiert. Wenn du meinst, ich würde was von ihr wollen. Und meinst du jetzt Scheiß drauf, wir haben einfach nichts mehr miteinander. Ist das so gemeint? Im Endeffekt schon, ja, weil okay. Ich habe dir gesagt, ja, okay, was... Okay, dann ist es so. Wenn du das so willst.